Hey Leute, hier habe ich euch jetzt einen der potenziell stärksten Mods in diesem Spiel mitgebracht, nämlich Verborgene Tödlichkeit. Der Mod ist leider nur für Deutsche, aber trotzdem, die gehen dadurch richtig, richtig böse ab. Und wir können ihn bekommen durch Kuva Spy Mission, glaube ich, oder T3 Spy Mission, wenn wir da, ich glaube, dreimal die Dinger gehackt haben, ohne erwischt zu werden. So. Warum ist das so geil? Versuchen wir es überhaupt mal richtig zu lesen. Ignorieren wir die erste Hälfte? Tödlicher Schaden bei Finishern. Bedeutet, sobald wir einen richtigen Finisher landen, sind die Gegner One-Hit. Egal welcher Gegner, egal welches Level. Das zählt auch... Okay, nicht egal welcher Gegner. Also es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel wie Juggernauts, da hat es früher funktioniert, jetzt leider nicht mehr. Oder Bosse, aber jedem normalen Gegner, auch Nox zum Beispiel, funktioniert das. Was ist zum Beispiel ganz cool, wenn wir hier die Vorwärtskombo machen, ich glaube hier oder hier ist ein Stagger drin, der den Gegner für einen Finisher öffnet, was bedeutet, wir one-hitten den. Und das kann ich euch jetzt gerade mal zeigen. Also ich möchte euch jetzt generell noch so ein, zwei kleine Tricks und Kniffe dazu zeigen und naja, dann schaut es euch einfach mal an. So, gefinished. 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 Also mein Attack Speed ist gerade so hoch, dass das Spiel nicht mehr mit den Animationen hinterherkommt. Deshalb fallen die Gegner gerade auf einen Schlag um. Ich sag mal, alle Damage-Zahlen sind normalerweise im Bereich von ein paar hundert. Und dann diese 221.000 oder was da dazwischen ist. Oder nur 22.000, keine Ahnung. Das sticht dann doch schon etwas raus. Ich habe ja eben bereits erwähnt, das funktioniert auch bei anderen Gegnern. Also zum Beispiel Nox, die normalerweise nicht so einfach zu töten sind im höheren Bereich. Aber selbst die, überhaupt kein Problem. Und das ohne ihre Sichtfenster zu zerstören. Ich denke mal, das spricht für sich. Gut, dann kommen wir jetzt zur letzten Sache, die ich euch damit noch zeigen möchte. Ist auch so ein ganz nettes kleines Gimmick. Nämlich, das Ganze kann man noch kombinieren mit Ash, wenn ich ihn finde. Das Einzige, was man bei Ash wirklich ausrüsten muss, ist nämlich eine Melee-Waffe. Also am besten mit Geschwindigkeitsmods drin und verborgene Tödlichkeit, also ein Dolch. Und ich kann euch das jetzt auch gerade mal zeigen. Wenn wir da jetzt die 2 casten... Nein, das war's nicht. Wenn wir da jetzt die 3 casten... Springen wir hin, machen einen Finisher, wenn wir das Augment drin haben für die 3. Und jeder Gegner ist dann One-Hit. Das können wir natürlich mit der Unsichtbarkeit kombinieren, was eigentlich eine ziemlich schöne Sache ist. Gut, das wäre es jetzt auch schon zu dem Mod Verborgene Tödlichkeit. Also das Ding ist wirklich eine Killermaschine. Der einzige mehr oder weniger Nachteil, aber aus Balancegründen verständlich, ist, dass dieser Mod halt nur für Deutsche ist. Und für Ash halt. Gut, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da. Und... bis zum nächsten Mal.